kennt ihr die, die Mädchen, die immer die Tafeldinger so schwingen, so im Ring? Round up! Hallo meine lieben Handwerksfreunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um ein sehr, sehr günstiges Projekt und ein sehr, sehr funktionales Projekt, beziehungsweise das bräuchte eigentlich jeder Heimwerker, Handwerker, Hobbybastler in seiner Garage oder Werkstatt. Genau richtig, es geht um eine Werkbank. Ich möchte mit euch eine Werkbank bauen und das Ganze unter 100 Euro. Und ich würde sagen, bleibt einfach am Ball und wir sehen uns nach dem Intro wieder. Bis gleich. Für dieses Projekt benötigen wir gehobelte Balken. Die haben eine Faser dran, das ist nicht so schlimm. Darüber können wir aber nochmal später sprechen, beziehungsweise ich komme darauf nochmal zu sprechen. Die sind hier 8 Meter lang. Nee, ich habe 8 Stück, die sind 3 Meter lang, haben eine Dicke etwa von 60 mm und eine Breite von 100 mm. Ich werde euch nochmal alle Bemaßungen für diese Werkbank speziell unten in der Videobeschreibung auflisten. Dann könnt ihr diese Werkbank exakt nachbauen. Was braucht ihr dafür? Ganz klar eine Kappumgärungssäge. Aber ihr könnt alternativ solche japanische Sägen verwenden. Damit könnt ihr wirklich so ein Kantholz oder so ein Balken ganz, ganz schnell durchsägen. Und solche Ecküberblattung bzw. Holzverbindung könnt ihr damit auch super ausarbeiten. So eine Säge liegt etwa von 25 bis 30 Euro und ist eine sehr, sehr gute Alternative zu einer Kappumgärungssäge. Da ich aber eine Kappumgärungssäge hier zur Verfügung habe, werde ich die natürlich nutzen. Und das Erste, was wir jetzt machen, ist unsere Tischoberfläche der Werkbank zuschneiden. Dazu brauchen wir 10 Pfosten mal 1,49 Meter lang. Die suche ich mir jetzt heraus und schneide die einfach stumpf mit meiner Kappumgärungssäge zu. Nachdem wir dann 10 Stück davon zugeschnitten haben, das wird nachher unsere Werkplatte oder Arbeitsplatte. Und ich zeige euch das mal hier, diese Skizze, aber wahrscheinlich habt ihr das schon am Titelbild gesehen. Das wird unsere Arbeitsplatte, dann kommen jetzt hier 4 Pfosten. Die werden natürlich alle mit einer Ecküberblattung miteinander verzapft. Und unten kommt eine Querstrebe und nochmal 2 Querstreben links und rechts. Und das unterste Teil, das schneiden wir uns jetzt zu. Nachdem wir uns das Ganze zugeschnitten haben, nehmen wir uns so ein Stück Rest und zeichnen uns die Ecküberblattung an. Das Ganze müsst ihr eigentlich sehr, sehr genau machen. Ich nehme dafür extra, wie gesagt, so ein Stück Rest. Dafür braucht ihr nicht weiteres Werkzeug. Zu Hilfsmittel könnt ihr natürlich 90 Grad Winkel nehmen oder ein Streichmaß. Aber es geht auch ein Ganze so mit so einem Klotz. Die Pfosten habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt auf der Werkbank einen Schraubstock montiere oder irgendwas anderes und daran arbeite, also so gegen die Werkbank drücke, hat der Pfosten ja wenig Sinn, wenn die Breite zu mir sehen würde, dann würde das Ganze ja ziemlich schnell anfangen zu kippeln. Deswegen drehe ich den Pfosten so und so ist die Werkbank dann stabiler. Das heißt, die untersten Querstreben habe ich mir schon angezeichnet hier. Immer das, was ich wegschneiden möchte, habe ich mit einem X markiert. Das ist sehr, sehr wichtig, weil es kommt, wenn ihr das Ganze dann aussägt, mit der Kreissäge oder mit der Handsäge, ganz, ganz schnell zur Verwechslungsgefahr. Und dann sägt man das hier aus und dann habt ihr ruckzuck ein Stück, ja, im Grunde Feuerholz produziert. Deswegen markiert euch das Ganze immer mit einem Kreuz. Und so wird das dann Ganze dann ausgearbeitet, dass es dann zu einer Ecküberblattung kommt. Aber das machen wir gleich. Erstmal zeichnen wir uns das Ganze an.
Um so nun eine Ecküberblattung auszusägen mit einer Kappsäge oder einer Kreissäge oder Tischkreissäge, das zeige ich euch jetzt. Ich verwende jetzt hier im ersten Schritt meine Kapp- und Gehrungssäge und zu Hilfe habe ich mir hinten ein Stück Restholz genommen, das habe ich fest eingespannt, denn das Kreissägeblatt ist ja rund und deswegen könnte ich dann hier keinen geraden Schnitt setzen, das werdet ihr aber gleich sehen. Die Tiefe könnt ihr bei vielen Kreissägen oder Kappsägen einfach einstellen, da habt ihr eine kleine Verstellschraube, damit könnt ihr dann die Höhe verstellen. Ja, und dann können wir das Ganze auch schon aussägen bzw. ausplatten. Und jetzt können wir das überstehende Holz abschlagen, abstechen, je nachdem, also mit einem Stecheisen mache ich das Ganze. Ideal wäre natürlich eine Spannvorrichtung wie hier, eine Vorderzange, die ich direkt an meinen multifunktionalen Werktisch angeschraubt habe. Und dann nehmt ihr euch einen Hammer und schlagt einmal kräftig dagegen. Und dann könnt ihr schon die Hälfte von dem Holz abnehmen. Und dann könnt ihr das überschüssige Material mit einem Stecheisen abnehmen. Und ich muss jetzt ganz schnell ans Telefon gehen. Und da bin ich wieder, Entschuldigung. Jetzt können wir das Ganze dann mit einem Stecheisen entnehmen. Das Ganze müsst ihr natürlich sehr, sehr vorsichtig machen. Und ich empfehle euch auf jeden Fall ein sehr scharfes Stecheisen zu nehmen. Und dann könnt ihr das schon per Hand alles schön sorgfältig abnehmen. Natürlich nicht zu viel. So, dass es passt. Und das machen wir nun bei allen. So, die leichteste Arbeit haben wir nun hinter uns gebracht. Nun kommt der schwerste Teil, wie ich finde, wenn man das Ganze alleine macht. Und zwar die ganzen Kanthölzer miteinander verleimen. Ich habe vorweg mal geguckt und das ganze Holz ist natürlich nicht exakt gerade. Deswegen habe ich mir das so hingelegt, dass es einigermaßen gerade ist und dass nachher keine großen Lücken entstehen. Ich hoffe, dass ich das noch zusammengedrückt bekomme mit den Schraubzwingen. Und jetzt ist einfach nur Schnelligkeit angesagt, beziehungsweise am besten macht ihr das Ganze mit einem zweiten Mann oder vielleicht sogar drei, denn wir müssen nun die ganzen Flächen einleimen. Ja, ich würde sagen, schaut mir einfach mal dabei zu, wie ich das Ganze mache und wünscht mir Glück, dass das Ganze auch dicht wird. Wie bereits erwähnt, das Schwerste haben wir nun hinter uns gebracht. Das Ganze muss jetzt trocknen und dann können wir auch schon mal das untere Gestell verleimen, beziehungsweise zur Hälfte. Dann nehme ich ganz gerne hier diesen Leimboy. Damit könnt ihr nämlich schön diese Eckverbindung oder diese Holzverbindung einstreichen mit dem Pinsel hier. Und das Untergestell, das werden wir nicht mit der Tischplatte miteinander verleimen. Das hat nämlich einen besonderen Grund. Einmal wird diese Werkbank mega schwer werden. Und dann, wenn man mal umzieht oder das Ganze irgendwo hin transportieren möchte, in einen bestimmten Kellerraum, wo es sehr verwinkelt ist, wie bei mir, kann man die oberste Tischplatte abnehmen. Ich werde euch das gleich nochmal zeigen, wie ich das genau meine. Denn dort müssen wir nämlich nochmal ein, zwei
Vorbereitungen treffen, beziehungsweise ein, zwei Bohrungen vornehmen, damit wir das später dann bohren, zusammenschrauben können. Hier setze ich einfach jetzt eine Schraubzwinge drauf. Natürlich sollte man das Ganze nochmal vorweg auf einen 90 Grad Winkel überprüfen. Und wenn dieser stimmt, können wir erstmal Feierabend machen. So, die Pause ist vorbei und wie ihr sehen könnt, bin ich schon ein Stück weiter gekommen. Ich habe das Ganze untergestellt, miteinander verleimt. Ganz einfach hier eine Ecküberblattung, wie ihr sehen könnt, ist nicht die allerbeste geworden, aber es ist ja letztendlich nur eine Werkbank. Und ich habe hier unten nochmal das Ganze vorgebohrt, damit wir hier solche Sechskantschrauben einsetzen können mit einer Unterlegscheibe. Denn ich möchte später die Arbeitsplatte oder die Werkplatte vom Gestell trennen können. Hatte ich euch erzählt gehabt, falls man umzieht, irgendwie durch die Türen oder durch den Eingang nicht reinkommt, weil es so stark verwinkelt ist. Und diese Schlossschrauben müssen wir natürlich jetzt vorweg nochmal vorbohren und dann können wir das Ganze festschrauben. Ihr müsst beim Bohren darauf aufpassen, dass ihr wirklich hier ein Loch oder eine Bohrung nimmt, dass die Nuss auch wirklich nachher reinpasst, weil die Schrauben sollen ja nachher gesenkt sein. Und dann ist ganz wichtig bei einer Sechskantschraube, dass wir den Gewindegang, dass wir den vorbohren. Ansonsten platzt das ganze Holz auf. Das mache ich jetzt mal eben mit einem Holzbohrer. Das sollte natürlich auch frei sein von Späne. Und dann nehmen wir diese Schrauben hier, ganz wichtig, mit einer Unterlegscheibe, damit sich dieser Kopf auch nicht weiter ins Holz hineinfrisst. Und dann können wir das Ganze mit einer Knarre, sage ich immer dazu, das Ganze festschrauben. So, jetzt haben wir das Gestell mit der Tischplatte vereint und im Grunde ist jetzt die Werkbank auch fast fertig. Nur ich muss die Werkbank jetzt komplett hier runter bekommen. Und zum Glück ist heute mein Bruder mit dabei hinter der Kamera. Hallo, David. Hallo. Ja, der hilft mir nämlich jetzt gleich bei der Werkbank hier, das Ganze runterzutragen. Kennt ihr die Mädchen, die immer die Tafeldinger so schwingen, so im Ring? Round up. Wo soll das hin? Einfach beiseite stellen. So, und jetzt müssen wir die Werkbank von der Werkbank runtertragen. Gabi, komm, helf mir mal. Round 8, hast du gerade gesagt. Nee. Ich glaube, wir stellen es erstmal hier hin, ne? Ja, das kommt nicht in YouTube. Doch, doch. Oh, fast unten an. Ach so, ja. Unter 100 Euro, 100 Kilo. So, drehen wir die. Was passiert? Oh. Schwer. In der Kamera ist noch Platz. Lass mich nicht hängen. Hier hoch damit. Ja, alles gut. Alles gut. Ich bin hier einfach rein. Ja, das gibt ja nicht schon. Boah, die kippelt ja. Was soll denn das? So. Cool. Und so sieht die Werkbank umgedreht aus. Die hat jetzt eine Gesamthöhe von ungefähr 99 cm. Das ist die Höhe, die ich hier bei meinen Werkbänken und Maschinen so verwendet habe, bei den Schränken. Das ist eine ideale Arbeitshöhe für mich jetzt. Letztendlich müsst ihr selber entscheiden. Es gibt Leute, die sind etwas kleiner als ich, die brauchen vielleicht 85 cm, andere wiederum haben 90 cm. Ich kann euch einfach nur empfehlen, macht das so hoch, dass ihr am besten arbeiten könnt, dass ihr hier so eine Hand ablegen könnt und dann entscheidet euch für eine Höhe und nimmt diese Höhe wirklich bei euch in der Werkstatt komplett überall an. Bei jedem Werkstattwagen würde ich dann die Höhe annehmen. So, jetzt könnt ihr natürlich hier, um diese Oberfläche hier ein bisschen zu schützen, könnt ihr euch dort eine Holzplatte drauflegen oder ich habe jetzt mir eine Aluminiumplatte besorgt, die ich hier draufsetzen werde. Ich werde diese, glaube ich, drauf schrauben und nicht kleben, damit ich sie dann jederzeit abschrauben kann und austauschen kann. Zack. Ja, das war es auch gewesen mit dem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wie ihr gesehen habt, könnt ihr mit ganz einfachen Mitteln bzw. mit ganz wenig Budget euch eine wirklich tolle Werkbank
zaubern. Ob ihr das jetzt maschinell macht oder mit Handmaschinen, es geht genauso gut. Es kommt nämlich jetzt hier nicht wirklich auf ein Zehntel Millimeter drauf an. Und nun heißt es nachbauen für euch. Wenn ihr das Ganze nachbaut, dann teilt es doch auf Instagram oder Facebook. Dort bin ich nämlich auch. Hashtag Mr. Handwerk, würde ich mich riesig drüber freuen. Ansonsten ist hier das nächste Video von mir und hier ist der Abonnier-Button, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Bis zum nächsten Mal, euer Mr. Handwerk.